7 Uhr in der Früh, 7. November, Montag, ein Tag bis zur Wahl. Eure Wecker klingeln wieder, dieses kakophone Schrillen aus 8 verschiedenen Handy-Weckern, Smartphone-Weckern. Heute ist nochmal ein großer Tag, das wisst ihr, es ist nochmal eine große Pressekonferenz in Trump Tower mit Trump und Pence und einem ganzen Stall voll Reporterinnen und Reportern. Es wird ja richtig stressig. Am nächsten Morgen habt ihr auch eine lange, ellenlange Liste an Aufgaben, die unbedingt noch gemacht werden müssen, bevor es soweit ist. John, du hast noch die Aufgabe zusammen mit Kate, dich um Ankleide, Make-up und all sowas von Donald Trump und Mike Pence zu kümmern. Nochmal das direkte Briefing mit den beiden, was das Interview angeht. Ian, du hast eine E-Mail bekommen von Kellyanne, nochmal eine Liste mit allen Reporterinnen und Reportern, die für die Veranstaltung zugelassen worden sind. Du sollst nochmal überprüfen, ob von denen alle tatsächlich soweit koscher sind. Das sind natürlich nicht alles konservative Journalisten. Man muss ja den Anschein der Ausgeglichenheit wahren, aber nochmal zu gucken, ob irgendeiner von denen vielleicht besonders unbequem werden könnte. In dem Fall musst du auf jeden Fall vorher Alarm schlagen. Und die anderen, Ray und Blake, sowie Benjamin, Gavin und Danielle, ihr habt die Aufgabe. Ihr müsst den Raum vorbereiten für diese große Pressekonferenz. Als ihr euch alle aus euren diversen Betten gequält habt, nach vielleicht maximal 5, 6 Stunden Schlaf, ist eine Sache ist ganz auffällig. Eine Sache ist richtig auffällig. Danielle ist verschwunden. Kate, hast du Daniel gesehen irgendwo? Wir brauchen jetzt jeden. Die hat letzte Nacht wieder geschlafwandelt, aber bin ich jetzt nicht hinterher, um zu gucken, wo sie hingeht. Kommt sie nicht eigentlich sonst immer zurück? Eigentlich schon. Seltsam. Aber darum können wir uns jetzt fast eigentlich gar nicht kümmern. Wir haben noch genug zu tun und gerade unsere Aufgabe ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Gibt es ein separates Frauenklo? Die Wohnung hat ein großes Badezimmer und nochmal so eine kleine separate Toilette. Ihr habt euch irgendwie so drauf geeinigt, dass die Frauen das große Badezimmer benutzen können und ihr Jungs euch nur die kleine, also vorwiegend die kleine Toilette benutzen, bis auf eure festgelegten Duschzeiten. Dann würde ich sie mal in der großen Toilette, also in den großen Bad gucken, ob sie da vielleicht drin ist. Ja, sie ist weder im Bad noch in der Kleintoilette. Sie ist überhaupt nirgends im Apartment. Aber ihre Sachen sind noch da. Ja, ihre Sachen sind im Schlafzimmer von den Mädels. Ach, Kate, die wird sich sicherlich, die wird irgendwann hier kommen. Die wird wie an Land kommen. Wir müssen jetzt uns lieber Gedanken machen, wie wollen wir denn die beiden ankleiden? Hatten wir da irgendwie schon was, hast du schon was geplant? Wir müssen irgendwas. Was eventuell Eric? Was eventuell Eric Trump? Was meinst du? Was meinst du? Sorry, ich bin in Gedanken noch weiter hier. Wir müssen jetzt wirklich auf die beiden konzentrieren. Das ist wirklich. Das ist jetzt richtig wichtig. Nur einen einzigen Tag. Komm jetzt. Reiß dich nochmal zusammen, Kate. Kate verschwindet nochmal im Bad kurz und wirft sich halt nochmal mehrere Tonnen Wasser ins Gesicht gefühlt. Und dann wieder rauskommt. Okay. Lass uns hochgehen. Lass uns Sachen raussuchen. Blake, hast du Daniel gesehen? Du warst ja gestern früher im Bett als wir. Ich hab's nicht mehr so mitbekommen. Gestern da rausgeschmissen worden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit Ian. Ah ja, das willst du gar nicht wissen. Ich habe einen Namen gehört. Du und Ian. Ich habe damit nichts zu tun, also worum auch immer es geht. Sag mal, John, wie sieht's denn jetzt aus? Die New York Times hatte ja sich auch angemeldet.
Wegen dem Artikel, den sie neulich gepostet haben. Nehmen wir ihn mit rein oder soll ich ihn rausstreichen? Meine Entscheidung. Meine? Ja, weiß ich nicht. Du bist doch hier der Anführer. Check the display und so. Ja, das ist eine gute Frage. Was stand denn da mal drin? Ja, lies sie dir halt selber durch. Trump hat doch, wie gesagt, hab ich doch gezeigt, den Tweet, den er machen wollte, den ich dann zensiert habe. Von wegen staatsfeindliche Medien und... Wenn du es ein bisschen aufbereitest, können wir natürlich ihn reinnehmen. Ja, was ist aufbereitet? Wenn die Pressekonferenz stattfindet und der Fragen stellt, dann entweder sitzt er drin oder nicht. Ich kann das dann auch nicht verhindern. Das ist dann live. Also du hast keine Ahnung. Sag das doch. Es ist... Ach, Donald will das schaffen. Blake, Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl? So, dann kommt der Coinflip. Kopf. Würfel mal einen W20 bei 1 bis 10 ist er dabei und bei 11 bis 20 ist er nicht dabei. Die New York Times wird nicht zugelassen. Dann werde ich ihn streichen. Wie begründest du das gegenüber Kellyanne? Staatsfeindliches Medium. Mit Zitat, staatsfeindliches Medium, Donald Trump 2019. Ja, okay, alles klar. Das wird richtig sein, Ian, das wird schon richtig sein. Wir brauchen jetzt keiner, der uns jetzt noch da reinhaut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass hier irgendjemand sagt, wir treffen politische Entscheidungen durch einen Münzwurf. Das wäre ja nicht auszudenken. Nein. Nein, nein. Gavin ist einer von den anderen Praktikanten, ist natürlich auch mit im Raum. Und das ist ja alles schön und gut, aber was machen wir jetzt mit Danielle? Danielle wird wiederkommen. Die kann ja nicht verschwinden. Ne? Wahrscheinlich ist sie oben bei den Trumps. Ey, warum soll sie denn bei den Trumps sein? Mitten in der Nacht hochgegangen, oder was? Faiths Gesicht entgleist komplett. Noch mal eins und eins zusammen, hübsches Ding, mächtige Politikersöhne. Sie hat eine andere Aufgabe von Miss Conway bekommen. Ja, Aufgabe. Ach komm schon, Blake, das kann doch nicht dein Ernst sein. Danielle, ehrlich, die Schlafwandlerin. Das würde sie nicht tun. Für kein Geld der Welt. Ich will gar nicht was hören. Jetzt lass uns lieber an die Arbeit gehen. Wirklich, los. John, wir können doch nicht einfach an die Arbeit gehen, wenn wir nicht wissen, wo sie ist. Also soll ich etwa die ganze Arbeit machen, die sie hätte machen müssen? Ja. Wenn du fragst, natürlich. Wir müssen alle mehr anpacken. Ja, zieh dir ein schickes Kleidchen an und lächel ein bisschen. Du meinst Kate, ja? Vielleicht auch. Den Kevin. Also, persönlich, klar, kein Problem, aber ich glaube, das wird nicht so gut kommen auf einer Trump-Pence-Pressekonferenz. Ja, oder Kate muss nochmal los. Also in dem Braun-Mäuschen-Outfit kannst du nicht mit auf die Bühne. Ich habe keine Zeit für mich selber nochmal Klamotten zu kaufen. Wir müssen uns um Trump und Pence kümmern. Deswegen, wir können uns jetzt nicht darum kümmern, jetzt Danielle noch zu finden. Überlegt mal, wenn wir jetzt noch einen dafür wegschicken, sie zu finden, dann fehlen schon zwei Leute. Und das schaffen wir alles gar nicht. Die Leute müssen sich bei uns nicht abmelden. Das sind halt genauso Studenten wie wir und wenn sie keinen Bock auf das Geld hat, dann geht sie halt. Genau, deswegen. Wir müssen auch jetzt unsere Arbeit machen und fertig. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, da irgendjemanden neuen zu besuchen, dann soll Conway einfach eine neue schicken oder meinetwegen auch zwei oder drei neue schicken. Genau, wenn du jetzt hochgehst, Captain America, kannst du ja Conway Bescheid sagen, dass unser Aushängeschildchen nicht mehr da ist. Ja, los, ab nach oben. Hopp. Genau, dann los geht. Nee, nicht hopp, du, John. Hoch. Du! Ja, Kate muss mitkommen, wir müssen da gleich die Ankleide zusammen machen. Ist doch völlig egal, wo die ist. Also ich habe nichts damit zu tun, aber es ist egal. Ja, Kate ist hier neben mir. Auch wenn dir schon heiß war. Ganz ruhig, Ian. Kate ist neben mir und wir zusammen gehen jetzt hoch und unsere Aufgabe zu machen. Nur auf zu reden, geh. Ich würde einfach John am Arm packen und ihn zum Aufzug schleifen. Ja, währenddessen klappe ich wieder den Laptop auf, mache den wieder arbeitsbereit, wird ganz schnell die ganzen zahlreichen Pornhub-Fenster minimieren. Irgendwelche Pop-Ups, die da Blake gestern nicht mehr zugemacht hat und dann ja so ein bisschen verschämt zu den anderen gucken, ob irgendjemand was mitbekommen hat.
Ich will vielleicht mein Handy so ein kleines Foto machen. Beim Rausschleifen. Von was? Von den vielen Fenstern. Und wo Ian drauf ist. Würfel mal Perception. okay. Was für eine Schlammschlaffe brauchen wir? Ich passe ja schon auf, dass du nicht guckst. Gut, John und Kate, ihr macht euch also auf den Weg nach oben, in die Chefetage sozusagen. Ian, du bleibst im Büro, du klemmst dich wieder hinter deinen Laptop, wie immer. Es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwie jetzt quasi rückwirkend die Leute, die News-Outlets ausladen sollst, sondern du sollst vor allen Dingen schauen, ob sich nochmal irgendwas Komisches getan hat über Nacht oder so. Dass eben die Chefetage Bescheid weiß, falls es zu irgendwelchen unschönen Überraschungen kommen sollte. Ne? Also wenn die Post jetzt über Nacht nochmal irgendwie eine komische Reißer-Story gebracht hat oder so, auf die anderen nicht vorbereitet sind. Dafür hätte ich gerne von dir mal eine Probe auf Reason. Investigate. Der Raum leert sich so langsam, Ian. Die anderen, die noch da sind, die haben ja damit zu tun, den Raum aufzubauen. Auch die müssen erstmal nach oben fahren, denn die Pressekonferenz findet quasi in Trumps Wohnzimmer statt, sozusagen. Okay, du gehst nochmal die Reporter durch. Damit verbringst du deinen Vormittag, um zu gucken, ob da nochmal irgendwas rausgekommen ist, irgendwelche neuen Stories, die Kampagne ins Fleisch schneiden könnten. Ja, ich gehe da durch, bin der Meinung, dass ich dann alles abgegrast habe und fühle mich dann doch eigentlich relativ zufrieden dann mit den Sachen. Da war eigentlich nichts irgendwie Böses dabei, niemand mehr, der noch eine schlechte Absicht hat, also alles gut. Ja, du hast ein ganz anderes Problem, wenn du da am Suchen bist. Du siehst noch irgendwas, irgendeine Headline von der New York Times, irgendwas mit Trump und Russia. Du bist dir aber nicht ganz sicher. Du bist leise am in dich hineinfluchen und wie du einmal so frustriert quasi gegen den Bildschirm stöhnst, bricht dein Bildschirm auf einmal, zersplittert einfach. Aha, was? Schau mich um, bin so ein bisschen sauer, pack den Laptop dann beiseite und schau mal nach der Steckdose. Ob da irgendjemand in der Nähe steht. Hat irgendjemand jetzt eine Überspannung? Scheiße, wie soll ich denn... Die anderen sind gerade dabei, den Raum zu verlassen. Sie sind gerade am rausgehen, also es kann nicht sein, dass irgendjemand gegen irgendwas gestoßen ist oder Pass so. Pass doch auf, wenn ihr rausgeht. Ist in Ordnung bei dir? Mein Laptop ist gerade explodiert. Ah. Scheiße, ich habe mich geschnitten. Lass das bloß nicht John sehen, sonst hält er dir den Vortrag, den du ihm gestern gehalten hast. Ja, dann... Ich komm gleich mit nach oben. Ich brauche einen neuen Laptop. Moment, ich begleite euch. Gerade als du deinen Laptop schließen willst, Ian, bemerkst du etwas sehr Merkwürdiges. Es wirkt so, als hätte dein frustriertes Ausatmen irgendwie den Bildschirm zerbrechen lassen, aber gerade als du aufstehst und den Laptop im Aufstehen schließen willst, fängt er trotzdem ein Bild ein. Es ist nur nicht der Bildschirm, den du vorher aufgemacht hattest, sondern was anderes. Er zeigt dir genau das, was auf der anderen Seite des Deckels des Laptops ist. Also im Prinzip den Tisch, der vor dir in diesem Raum steht. Aber alles irgendwie in so einem Grau-in-Grau-Bild. Geradezu schwarz. Du siehst, dass der Tisch ist wie verwittert. Ich bin jetzt kein Hardware-Kenner, sondern eher dann mit der Software vielleicht irgendwie ein Bleiglas oder sowas, was sie eingebaut haben, dass da irgendwie was jetzt zersplittert ist und dass man dadurch grau sehen kann. Ich würde einfach mal den Laptop dann auch hochnehmen und wie so ein Fenster dann durchschauen und dann durch den Raum blicken und auch mal auf Blake richten oder auf John, wenn die gerade am rausgehen sind.
Du lässt den Bildschirm ein bisschen kreisen und durch den Bildschirm siehst du quasi den Raum, der auf der Rückseite des Laptop-Deckels ist, aber als wäre er irgendwie so eine jahrhundertealte Ruine. Das Holz an den Wänden ist verwittert, die Böden sind aufgerissen, auf allem liegt eine dicke Schicht Staub, die Lichter sind alle aus und zerbrochen, deshalb ist alles so dunkel. Und als du den Laptop langsam über Blake schwenkst und nach oben gehst, an ihm entlang quasi, siehst du da statt der Person nur so einen geisterhaften Schemen und so einen Haufen blutbesprenkeltes Gerippe, das am Boden liegt. Fuck, ich lasse den Laptop fallen, sodass er dann aus meiner Brusthöhe dann unaufhaltsam in Richtung Teppich saust und spring nochmal einen halben Meter zurück. Fuck, ich habe einen russischen Bot oder sowas auf eingehandelt. Ist in Ordnung bei dir? Ja, weiß ich nicht, irgendwie ist irgendein Virus, den ich mir eingehandelt haben muss. Das war krass. Also, mit so einem Filter. Kennst du so Instagram-Filter, mit denen du dann so eine Hundeschnauze über dich legen kannst? Wow, Alter. Ja, klar. Ja, die weiß ich nicht, irgendein Virus, dass du dann die Kamera auf den Bildschirm überträgst, auf den Desktop und alles, was dann auf der überliegenden Seite dann gefiltert ankommt, das war krass, du warst tot, Mann. Ach, am Arsch war ich tot. Weil du gestern da auf irgendwelchen Pseudo-Seiten unterwegs warst. Ja, du hast dir wieder die falschen Seiten angeklickt. Ich hab doch gesehen, wie viele Fenster da noch offen waren. Da hast du doch gar nicht angemacht. Der aufgeschlagene Laptop liegt vor euch auf dem Boden und sein Bildschirm ist komplett schwarz. Außerdem ist da doch gar nichts. Na, ich brauche trotzdem einen neuen Laptop. Das wird sie jetzt richtig erfreuen, so einen Tag vor den Wahlen, wo jetzt nochmal so richtig Feuer und Action Feuerwerk ist. Ja, haben sie nochmal einen neuen Laptop? Sag doch, du brauchst einen zweiten, damit du besser performen kannst. Ja, okay, ich sag gar nichts zu dem ersten, ich brauche einfach einen zweiten. Zur Not soll sie mir einen eigenen geben oder so. Oh, oder vielleicht krieg ich den von Ivanka. Das wäre gut. Ich würde auch Melania nehmen, ne? Aber vielleicht sind da noch irgendwelche anderen privaten Fotos drauf oder so. Geh mal nach oben. Ja, geh mal nach oben. Kommst du mit? Nee, ich muss hier für John telefonieren, weißt du? Komm mit. Nehmen wir so einen Kaffee, sonst lässt sich das hier nicht aushalten. Sorry, also wenn du die 10 Minuten kommst, du musst Kaffee, wichtige Dinge mit Conway machen, kommst du mit und dann. Ja, ich muss. Ian braucht meine Hilfe. Komm, wir gehen. Ja, nochmal eine Red Bull-Dose in die Hosentasche stopfen und einen Kaffee mit auf den Weg, damit ich das Treppenstufen auch schaffe und dann. Blake, du gehst mit Benjamin und Gavin aus dem Raum raus. Irgendwas. Nee, sorry, jetzt war ich falsch. Ja, ich bin mit Ian rausgegangen. Ah, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, Benjamin. Ray. Ray, Benjamin und Gavin. Ja, habt gerade so das Apartment verlassen. Blake ruft noch hinterher, dass er irgendwie jetzt plötzlich was anderes zu tun hat. Aber ihr drei geht auf jeden Fall raus in Richtung des Aufzugs, wo Kate und John schon hoch ins Penthouse gefahren sind und gar nicht mehr auf euch gewartet. Ihr müsst aber eigentlich auch nach oben, ist ja irgendwie bescheuert. Ray, als du rausgehst aus dem Apartment, die Tür fällt hinter dir zu und du gehst mit den anderen beiden in Richtung des Fahrstuhls. Die beiden sind irgendwie sehr schweigsam. Benjamin ist irgendwie sowieso ein bisschen komisch und scheint nicht so richtig motiviert bei der Sache zu sein. Aber Gavin, du weißt, dass Gavin vor allen Dingen so als Übersetzer fungiert. Also immer, wenn Trump und Pence sich in irgendeiner Sprache verständigen müssen oder irgendwas verstehen müssen, was in einer anderen Sprache als Englisch geschrieben ist und sie verstehen halt keine anderen Sprachen, dann holen sie Gavin dazu. Und Gavin ist irgendwie ist richtig seltsam drauf. Der ist richtig verschlossen und nervös irgendwie. Und als du aus dem Apartment rausgehst, da hörst du plötzlich so ein knirschendes
ja, so ein knirschendes, schmatzendes Geräusch. Also es kommt von deinem Auftreten, von deinen Schritten auf dem Flur, auf diesem Flur mit Teppichboden. Und Benjamin fährt sofort zusammen und schaut sich richtig paranoid um. Ich schaue mir runter. Jetzt bin ich in. Ist denn was auf dem Boden? Da ist gar nichts auf dem Boden, da ist Teppichboden. Der ganz normale, der gleiche graue Teppichboden wie überall hier. Habt ihr das auch gehört? Schau die beiden an. Benjamin zuckt die Schultern und Gavin. Gehört? Was gehört? Ach, schon gut. Okay. Ja, du machst wieder ein paar Schritte und wieder dieses knirschende, schmatzende Geräusch. So als würdest du durch groberdigen Matsch laufen. Nasses Kies oder so. Jungs, bleib mal stehen. Hä? Was denn? Da ist doch was unter dem Teppich. Laufe ich zwei, drei Schritte. Schau dabei nach unten. Da ist nix. Ganz normal, gedämpfte Schritte auf Teppichboden. Ja, war nur Spaß. Benjamin runzelt so ein bisschen die Stirn und guckt dich fragend an und Gavin scheint sichtlich irritiert und geht schnell einen Schritt zum Aufzug, drückt ganz oft den Knopf. Wollt nur schauen, ob ihr aufmerksam seid. Letzter Tag heute, Endspurt, wa? Komm schon. Ihr steigt in den Aufzug und ihr fahrt hoch. John und Kate, ihr seid schon hochgefahren. Ihr seid quasi in so einem so ein Nebenraum von dem großen goldenen Wohnzimmer, was ihr da unten sehen könnt. Wo nachher diese Pressekonferenz stattfindet, ihr müsst eben die Klamotten und so rauslegen für Trump und Pence. So. Ja. Was ist eure Idee? Was macht ihr? Kate, hast du irgendwie Ideen? Am besten wäre es ganz, ja, einfach ein schöner Anzug, oder? Auf jeden Fall ein Anzug und würde halt dabei die Anzüge im Schrank halt durchblättern, als wäre es eine Modezeitschrift. Und gucken, was gut zusammenpassen würde. Ja, eure Optionen sind ein bisschen eingeschränkt, ne? Die beiden haben ja sowieso immer die gleiche Kombo an aus einem mehr oder weniger dunklen Sakko, weißes Hemd und irgendwie halt eine Krawatte. Und ihr wisst genau, Trump trägt nur rote Krawatten immer. Ihr habt schon so oft versucht, ihm die Krawatte richtig zu binden, sodass sie ihm nicht bis zwischen die Schenkel hängt, aber ist ihm völlig egal. Findet er nicht gut, er macht es dann immer wieder weg und bindet sie sich neu und besteht darauf, dass die Krawatte genau so lang sein muss. So als bräuchte er irgendwie dieses Gefühl von einer Krawatte, die zwischen den Oberschenkeln schlackert. Ich würde gucken, ob er eine etwas kürzere Krawatte da hat. Also eine Krawatte, die gar nicht so lange gebunden werden kann. Die gar nicht so lange gebunden werden kann. Findest bestimmt, vielleicht kann man sie auch einfach noch ein bisschen einkürzen. Vielleicht fällt sie ihm nicht auf. So weit würde ich nicht gehen. Vor allem, wir müssen irgendwie ein bisschen, ja, schon, dass es was hermacht, aber trotzdem nicht zu. Ist ein bisschen schlichter, aber trotzdem elegant. Irgendwas, was vielleicht trotzdem noch den Anschein erweckt. Ja, dass man trotzdem nah beim Volk bleibt, irgendwas. Du weißt ja, wie am liebsten ist, immer nah beim Wähler. Dann lass uns doch den Anzug hier nehmen. Das könnte genau passen. Irgendwas Nahbares, genau, irgendwie so. In der Richtung. Ja, schaut da ein bisschen durch die Anzüge, die Krawatten, da braucht ihr natürlich noch die Anstecker, ne, so diese amerikanischen Flaggen, auf jeden Fall vielleicht noch eine Krawattennadel, wobei Trump auch nie Krawattennadeln trägt, das ist auch nochmal ein bisschen schwierig, aber wenigstens für Pants, da sind auch ziemlich geschmacklose Sachen dabei, also eine sieht aus wie irgendwie so ein M16-Sturmgewehr, das wäre natürlich vielleicht ein bisschen fehl am Platz, Manschetten
Manschettenknöpfe müsst ihr natürlich auch gucken. Kate, du hast so ein paar Manschettenknöpfe in der Hand und ist wie so eine Art, ja, wie so ein, also so ein runder Stecker, und der ist wie so ein Labyrinth, also nicht Labyrinth, wie so ein Wirbel drauf, ne? So ein Kringel, der sich immer tiefer, in der Mitte immer tiefer schraubt. So, also als du ihn anschaust, wird er plötzlich so ein bisschen schwindelig, als würde sich dieser Kringel wirklich bewegen, und als würde er sich immer tiefer und tiefer und tiefer schrauben. Was assoziierst du damit, mit diesem plötzlichen Eindruck, wie so ein Strudel, und es ist fast so, als würdest du in den Strudel reinfallen? Ich fühle mich gefangen, so wie ich mich auch in dieser gesamten Kampagne jetzt eigentlich mittlerweile nur noch gefangen fühle. Ich will ja eigentlich weg, aber zeitgleich sagt mir irgendwas, ich kann nicht weg. Es ist fast so, als würde dieser Anstecker meine aktuelle Situation komplett beschreiben. Du kannst nicht mehr weg, und es ist einfach nur wahnsinnig und dumm alles, was er von sich gibt. Aber trotzdem bohrt sich's immer tiefer. Und die Frage ist, wo sich's hinbohrt? Was ist der Endpunkt davon? Was glaubst du, was der Endpunkt von dieser verdammten Kampagne ist? Daniel. Verschwinden von Menschen. Verschwinden von unbequemen Menschen. Deine Hände zittern und du lässt die Krawatten, den Manschettenknopf fallen. Kullert zu Boden. Was ist denn los, Kate? Was machst du denn da? Nicht diese Knöpfe. Irgendwelche anderen, aber nicht diese. Ja, pass ein bisschen auf. Wir dürfen jetzt nicht hier was rumwerfen, alles Mögliche. Ich glaube, wir sind eben so diese hier mit den schönen Flaggen. Es sieht gut aus, und für Pens am besten noch, ja, diese Krawattennadel hier, die sieht auch wie ein Kreuz, das passt bestimmt gut zu ihm. Mach einfach, ohne dabei aufzusehen. Komm, Kate, reiß dich nochmal zusammen, nur einen Tag. Jetzt immer, gib nochmal Gas. Einen Tag noch, dann ist alles vorbei. Nein, dann beginnt's erst, Kate. Dann beginnt erst das Richtige. Dann haben wir es geschafft. Dann beginnt vielleicht eine große Karriere. Ja, vielleicht wird sich das auszahlen. Ray, Benjamin und Gavin, ihr müsst den Raum noch vorbereiten. Ihr müsst die ganzen Stühle aufstellen und all das. Ihr seid da am Arbeiten. Ray, dein Blick geht irgendwann zum Fenster raus. Das ist eine ziemlich stupide Arbeit. Du weißt genau, worauf dieser Quatsch hinausläuft. Die werden dich wieder irgendwo in den Blickwinkel von irgendeiner Kamera stellen, sodass alle sehen können, dass Donald Trump einen Latino eingestellt hat. Und es werden dieselben dummen Fragen, dieselben dummen Antworten sein. Dein Blick wandert ein bisschen zum Fenster raus, und da draußen zeichnet sich die Silhouette des neuen Freedom Tower ab. Das Gebäude, das anstelle des eingestürzten World Trade Centers aufgebaut wird. Zwei Türme sollen es werden, der eine steht schon.